Vielen Dank. So, meine Lieben, heute eine Folge Personal Shape über Personal Shape. Schaut rein in die neue Folge. Wir freuen uns sehr auf euch. Der Bojan hat die Fragen für mich ausgearbeitet. Ich habe die erste Frage schon gesehen und sie ist wahnsinnig gemein. Wer ist deine Lieblingsperson in der Ordi? Ich glaube, das wissen vielleicht viele noch nicht. Ich bin in Wahrheit Zahnarzt. Das heißt, ich habe eine Ordination für Zahnmedizin gegründet und leite diese. Im Fachbereich ästhetische Zahnmedizin sehr, sehr viel gemacht über die letzten Jahre. Und deswegen mein Enthusiasmus für das Thema Schönheit und Ästhetik. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen cheesy, aber ich kann einfach nicht definieren, wer meine Lieblingsperson in der Audi ist. Wir haben alle ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gutes Verhältnis. Und ich habe das Gefühl, auch diese Frage kann man einfach nicht beantworten, weil das ist wie wenn man eine Mama fragt, wer ist dein Lieblingskind? Wovor hast du Angst? Am meisten Angst habe ich vor Stillstand. Ich hasse das Gefühl, wenn ich nicht produktiv bin und wenn ich das Gefühl habe, in ein Loch zu fallen und ich funktioniere anhand von Herausforderungen. Und mir macht es Spaß, neue Sachen zu machen und neue Erlebnisse zu erleben und ein Videostudio zu gründen und Personal Shape zu machen, obwohl ich Zahnarzt bin. Und das sind Sachen, die mir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel geben. Und hätte ich das nicht, davor hätte ich ganz, ganz große Angst. Was war die größte Challenge in deiner Karriere? Ich glaube, eine ganz, ganz große Challenge waren eher die Misserfolge. Bei mir persönlich war das so, dass ich einige Leute angestellt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, es läuft eh super. Und dann war es plötzlich so, dass wir nicht genug Arbeit hatten für alle. Und ich musste zwei Leute entlassen. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig bitter, weil das ganz, ganz tolle Angestellte waren. Und die mussten gehen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Was passiert, wenn dieses Projekt nicht funktioniert? Ja, dann werden alle Angestellten entlassen und ich hab's gut. Also, um das vielleicht mit den Angestellten noch einmal zu revidieren, also wir als Medienagentur haben ja noch andere Projekte und vor allem sehr viel für die Ordination zu tun. Also ich glaube, die Arbeitsplätze sind gesichert. Für mich wäre es natürlich eine herbe Niederlage als Gedankenvater dieses Projekts und es wäre mir natürlich nicht recht, aber es könnte natürlich auch sein, dass das nicht funktioniert. Ich werde aber alles geben, damit wir den bestmöglichen Content haben und damit das Ganze hier ein Erfolg wird. Hast du Angst oder Stress vor der Kamera? Nein. Mittlerweile gar nicht. Da muss ich sagen, das fällt mir überhaupt nicht schwer und ich kann auch stundenlang einfach so in die Kamera sprechen und mich wohl dabei fühlen. Auf welche Fragen hast du die Antwort noch nicht gefunden? Das sind ja nur philosophische Fragen hier, das gibt's ja gar nicht. Ja, der Sinn des Lebens ist so eine Frage, die sich mir noch nicht erschlossen hat. Und wenn jemand Tipps hat für mich, dann bitte immer her damit. Danke, Bruno. Yay! Ich bin die Konstanze, Sternzeichen Jungfrau. Bei Tag bin ich Art Director. Das klingt so komisch. Ich bin Art Director bei Fugo Media. Und bei Nacht bin ich Tänzerin, Tanztrainerin in einem Studio. Der Bruno hat mir ein paar Fragen gestellt. Bin gespannt, was die erste ist. Was ist das Leibendste am Team? Dass ich mein gesammeltes Wissen, sogar von Dingen, wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass ich sie für die Arbeit brauchen könnte, dass ich das anwenden kann. Okay. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich brillieren kann in meiner Arbeit. Und ich hoffe, der Chef denkt das auch. Was war so die größte Herausforderung bis jetzt? Alles so rüberzubringen, als hätte ich eine Ahnung davon, was ich eigentlich tue. Wofür brennst du? Ich brenne für Kunst.
In allen Lebensbereichen will ich, dass Kunst, Artistry einen Platz findet, weil ich will nicht einfach Sachen nur so machen. Ich will sie richtig, richtig gut machen und ja, yeah, it's art or death for me. Kunst bedeutet Leidenschaft und wenn man für eine Sache brennt, dann macht man sie gut. Ich bin ein Rebell, also ich habe ein Autoritätsproblem und ich will nicht das machen, was andere mir vorgeben, nur weil die sagen, das ist so richtig. Wieso trinkst du Instant-Kaffee? Niemand versteht das. Ja, niemand kann das verstehen. Also Instant-Kaffee ist mein Lebenselixier. Es muss schnell gehen. Es ist wirklich interessant, hier zu sein. Ja, ja. So. Okay. Puh, mein Name ist Bojan Stegic und ich habe Angst vor Kamera. Und normalerweise bin ich immer auf der anderen Seite, aber ja, heute muss ich hier sitzen. Gehen wir? Was ist das Verrückteste, das du gemacht hast? Das wäre wahrscheinlich meine Reise. Ich bin mit dem Autostopp gereist und ich habe mehr als 40 Länder besucht, fast ohne Geld. Und ja, ich habe viel gekämpft. Ja. Gekämpft. Also immer Couchsurfen? Ja, nicht immer, aber am meisten, ja. Couchsurfing, Camping und ja, Hostels. Früher hatte ich genug Zeit, aber nicht genug Geld. Und ja, die Lösung war Couchsurfing, Hitchhiking und ja. In China habe ich als Deutschmädchen, nein, Dolmetscher, ja, Chinesisch auf Serbisch habe ich übersetzt und ich habe auch dort in einem Restaurant das Essen fotografiert und das war genug für die ganze Reise in China. Ja, das zweite, oh, das ist stressig. Ja, ich glaube, natürlich, das ist immer wichtig. Und ich glaube, wenn jemand sagt, dass das nicht so wichtig ist, das ist eine große Lüge. Was macht eine Person in deinen Augen schön? Leidenschaft. Wenn ich die Menschen sehe, die für etwas brennen, das finde ich wirklich unglaublich schön. Ja. Mir ist wirklich wichtig, dass ich meinen Partner sehr gut verstehe und dass ich ihr vertraue. Ja. Aber wie sieht sie aus, das ist überhaupt nicht wichtig. Nächste Frage. Wenn du ein Wrestler wärst, mit welchem Song würdest du in den Ring steigen? Ich glaube, alle Wrestler haben ein energisches Lied oder benutzen ein energisches Lied. Deswegen würde ich etwas von Devendra Bankhart. Oder etwas so, etwas wirklich ja, nicht so schnell und energisch. Passt? Ja, ich finde mich schon genug, niemandem zu stören. Wahrscheinlich. Ja, und ja, alles oben, ja, das ist nicht egal. Seife und Wasser, ein Stick, ein Stick und ja, was man braucht. Ja. Yay. Bang, bang, bang.